Was geht ab? Mein Name ist IWZD und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, es ist der quasi zweite Teil der Aquariumreihe, die bunteste aquaristische Explosion. Ja gut. Es geht auf jeden Fall darum, dass wir in der letzten Folge krass bunte Fische und krass bunte Korallen geholt haben. Und die haben wir aber, weil es halt extrem spät wurde, erst alle nach unten einfach so ins Riff gesetzt und müssen jetzt das ganze Aquarium dementsprechend umbauen, damit die neuen Korallen vernünftigen Platz bekommen und die alten natürlich auch und so weiter und so fort. Damit wir alles ein bisschen anpassen und vor allen Dingen die farblichen Highlights auch ihre Highlight-Position bekommen. Ich hatte natürlich mal wieder große Sorge, als ich heute reingekommen bin und habe schon vorher immer in der Kamera geguckt, haben es wirklich jetzt alle Tiere überlebt diese Nacht? Und ich habe eine schlechte Nachricht, aber ansonsten sehr, sehr viele gute Nachrichten. Fangen wir mit der schlechten Nachricht an. Bei einer Koralle sieht es nicht ganz so gut aus, und zwar ist das hier die Röhrenkoralle. Und im Hintergrund könnt ihr schon sehen, da ist das Mandarin-Leierfisch-Weibchen. Diese Röhrenkoralle hier vorne, könnt ihr sehen, sieht nicht so gut aus. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ich die eigentlich da oben hingesetzt habe. Und wie ihr seht, hier sind sowieso gerade ein paar Korallen weniger, weil ich habe schon da hinten die Rockflower-Anemone schon wieder wandern sehen und habe ein bisschen Angst bekommen, dass die vielleicht die ganzen Korallen vernesseln wird und habe deswegen einige Korallen umgestellt. Also die da hinten habe ich alle weggenommen und da hinten auf die Seite gestellt. Die Röhrenkoralle habe ich noch ein bisschen weiter nach links rüber geschoben, aber das Problem ist, sie stand da oben und wie ihr seht, steht sie jetzt hier und sieht nicht besonders gesund aus. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass eventuell die Rockflower-Anemone die irgendwie vernesselt hat und irgendwie dabei runtergezogen. Jetzt steht die hier unten und sieht ziemlich kaputt aus und ja, ich weiß halt nicht, ob die das jetzt überleben wird. Kein Polyp ist offen. Ich weiß nicht mal überhaupt, ob man das noch Polyp nennen kann, was davon übrig geblieben ist. Ansonsten könnt ihr aber sehen, hier die orangene Zoanthus sieht tipptopp aus. Die gelbe, boah, die sieht so krass aus. Die ist jetzt komplett offen. Da hinten die Space Invader, glaube ich, heißt sie, ist am Start. Da hinten die Funke ist noch nicht ganz offen, aber ja, die Goniopora. Und jetzt hier die Cypastrea. Oh mein Gott, ist das richtig? Habe ich gerade den richtigen Namen gesagt aus dem Kopf? Oh, und Leute, guckt euch, oh mein Gott, guckt euch diese Fische an. Ich könnte die den ganzen Tag angucken. Die Mandarin-Leierfische als Pärchen haben sich hier schon gefunden, sind fleißig unterwegs und am Rumpicken. Und nach wie vor ist einfach unfassbar, was sie für eine Farbe haben. Ich komme da nicht drauf klar. Der schönste Fisch der Welt. Ohne Scheiß. Also somit mit einer der schönsten Fische. Aber ich glaube, das lässt sich nicht toppen. Also wirklich einfach nur krank. Ich mache mir ein ganz kleines bisschen Sorgen um sie, weil ich finde, sie sieht sehr, sehr mager auf der Brust aus. Also ich finde, sie könnte auf jeden Fall irgendwie ja ein bisschen mehr an den Rippen haben. Ich hoffe, dass sie hier genug zu fressen findet und sich hier ein bisschen aufpäppelt. Ansonsten sehen wir hier nochmal die... Oh, scheiße, vergessen, wie sie heißt. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Das ist eine Diaceris. Boah, die sieht unfassbar gut aus auch. Die ist schon richtig aufgegangen. Ist knallerot mit so ein bisschen orangenen Akzenten. Sieht unfassbar gut aus, diese Koralle. Ein ganz kleines bisschen Sorgen mache ich mir hier um die Scolymnia. Da kann man nämlich so ein ganz kleines bisschen das Skelett durchsehen. Seht ihr diese kleinen weißen Teile da so? Das ist so ein bisschen Skelett, aber man sieht auch teilweise Tentakeln. Ich weiß nicht, wie schlimm das ist. Das sieht man immer mal wieder. Ein bestes Zeichen ist es sicherlich nicht, aber ich hoffe einfach mal, die fängt sich wieder. Die kommt ja dann noch an eine schönere Stelle, an einen schöneren Platz. Und dann hier haben wir hier nochmal die zwei Symphilia, Symphilia irgendwas. Symphilia Wilsoni. Die kommt natürlich auch noch an eine andere Stelle und das Steinchen kommt ab und so weiter und so fort. Bin mir gerade unsicher, wenn das eine Symphilia ist und hier oben die orangene auch eine Symphilia ist, könnte man die doch eigentlich zusammensetzen, oder? Achso, und dann haben wir noch zum guten Schluss hier oben einmal die Euphilia. Ich glaube, es ist die New York Nix. Da müssen wir auch noch hier unten die Platte abmachen, dann tausche ich die noch und so weiter. Aber ansonsten stehen die da hinten gut, da oben gut. Und dann haben wir hinten noch unsere Acropora. Die habe ich auch einfach nur da drauf gelegt. Die müssen wir auch noch vernünftig festkleben. Aber ansonsten war das ganze Setup. Ich würde sagen, wir sind sehr, sehr bunt aufgestellt hier. Heidewitzka, Herr Kapitän, das kann sich sehen lassen. Ich glaube, ich fange damit an, diese große hier vorne. Das hier ist ja eine Euphilia, aber quasi eine Hammerkoralle. Und das hier oben ist ja auch eine Euphilia. Und das hier ist aber so mit die aggressivste Koralle, habe ich mir sagen lassen. Also da, also die darf wirklich so ziemlich keine andere Koralle berühren, sonst macht sie die halt eben kaputt. Und das Ding ist auch noch, ich wollte die eigentlich nie haben. Ich habe die mitgenommen vom Coral Master, weil Johanna die irgendwie unbedingt haben wollte. Ich finde die optisch jetzt auch gar nicht so krass besonders mit den grünen Tentakeln. Ich weiß aber nicht so richtig, wohin damit. Ich überlege, die vielleicht einfach hier hinzustellen, weil ja hier die Zoanthus wachsen ohne Ende. Und dann setze ich die dazwischen. Da ist die auch relativ weit entfernt von allen anderen. Das wäre so meine Überlegung. Und da oben die Lederkoralle werde ich auf jeden Fall noch da hinten in die Ecke setzen. Weil die ist ja einfach zu präsent hier, dieses große gelbe Ding. Und dann kommt hier die Scolymia kommt da hin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Kamera so platzieren kann, dass ihr überhaupt seht, wie ich vernünftig umbaue. Oder mache ich einen Zeitraffer? Ich weiß es noch nicht. Oh, aber guckt euch mal das. Oh, das Wasser sieht so gut aus. Die Korallen sehen so gut aus. Ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen dunkler. Es ist wahrlich
Ein Traum. Also rein farblich auch hier wirklich krass. Wie gesagt, die brauchen jetzt aber alle noch vernünftigere Plätze. Ich glaube, ich werde mir hier so eine kleine Workstation aufbauen. Also ich nehme jetzt quasi die Bodenplatte, die Schranktür und lege die hier hin. Und hier kann ich ja auch Korallen so ein bisschen zurechtschnibbeln, schön auf der Bettmatratze. Ich werde mal den Bewegungssensor hier rausnehmen, damit nicht die ganze Zeit unten das Licht an ist. Ich glaube, das sieht ein bisschen schöner aus. So, dann machen wir mal den Deckel. Ah, ich habe noch gar nicht erzählt, Leute. Ich blende euch jetzt mal eine Aufnahme ein. Die neue Grundula hat sich schon mit Klausi zusammengetan. Ich habe die ganze Zeit heute Morgen gesucht und nicht gefunden und habe dann gesehen, dass sie tatsächlich in der Höhle beim Klausi ist. Das heißt, sie haben sich direkt gefunden, leben schon direkt zusammen. Es ist ein Traum. Sie kommt irgendwie nicht so richtig raus, also sie bleibt die ganze Zeit in der Höhle. Vielleicht ist sie noch ein bisschen scheu und braucht ihre Zeit, aber ich sehe immer so ein bisschen den Kopf rausgucken. Also es ist ein Traum. Also es geht bis auf der Röhrenkorallen. Es geht bis auf der Röhrenkoralle allen richtig gut. Skolymnia, wie gesagt, mit dem Skelett und so, ist aber, glaube ich, jetzt noch nichts Schlimmes. Oh mein Gott, da ist sie direkt. Oh mein Gott, seht ihr das? Die sind so unglaublich asozial, die Hellfire da vorne. Seht ihr das, wie die den Tentakel da hinten an der Goniopora dran hat? Die hat sich da festgemacht und vernesselt die gerade. Es sieht wirklich so aus, als würde die gerade ganz ihre komplette Energie in diese Goniopora da reindrücken, damit die stirbt. Scheiße, das muss ich unterbrechen. Das habe ich nämlich hier unten bei der Goniopora auch gesehen, dass die da hinten ein bisschen an die Fungie dran gekommen ist. Ich hoffe aber, so eine ganz kurze Berührung macht die Koralle noch nicht komplett kaputt. Aber da muss ich jetzt direkt mal eingreifen hier. Es wird allerhöchste Eisenbahn, dass ich die Korallen hier mal umsetze. Ab hier, reicht jetzt. Finger weg. Nicht anfassen. Jetzt ist auch direkt komplett zusammengezogen. Die sind so, die Euphilas sind asozial, ich sag's euch. Reißt euch mal ein bisschen am Riemen. Dann nehme ich doch direkt mal die neue hier raus und mach erstmal hier die dicke Platte ab. Dann mache ich die große auch mal ab hier. Die ist nämlich erstens größer. Oh mein Gott, guckt euch diesen Oschi an. Erstens ist die größer und zweitens ist die auch heller. Deswegen stelle ich die in die dunklere Ecke. Dann kann man quasi HDR-Effektmäßig die dunklen Ecken ein bisschen heller erscheinen lassen. Das ist zumindest mein Ziel. Okay, boah, die ist ja richtig schwer. Die ganzen Tentakel sind ja übertrieben schwer. Also ich glaube, da steht sie ganz gut. Und jetzt kommt noch die neue mit dazu. So, ich habe die jetzt mal ganz links an den Rand gedrückt, damit die vor allen Dingen noch ein bisschen mehr Platz zum Wachsen haben und nicht direkt wieder alle anderen vernesseln. Die sind jetzt erstmal natürlich noch ein bisschen zusammengezogen, aber die stehen jetzt erstmal hier links. Und jetzt haben die Platz, weil die ja eh Richtung Licht wachsen, die ganze Zeit so darüber zu wachsen halt. Der Effekt nämlich zum Licht wachsen ist bei den Korallen echt krasser, als man manchmal so denkt. Also es gibt noch die ein oder andere Koralle, die für mich klar ist, und zwar die ganz große Lederkoralle hier, die muss hier weg. Nimmt auch alles andere, was da drunter liegt, zu viel Licht weg. Oh mein Gott, die ist ja super einfach abzukriegen. Die ist ja gar nicht fest sozusagen. Boah, ist das schon ein Teller geworden? Nicht mehr normal. Ich kann die ja erstmal da hinlegen und dann gucke ich mal, wie sie sich so entwickelt. Und wenn ich merke, die hat da unten halt jetzt gar keinen Bock, dann kann ich die immer noch wegnehmen. Aber ansonsten finde ich, wäre das eine sehr, sehr schöne Stelle. Eigentlich kann ich diese Kleberaktion ja echt nicht ab, weil bei mir so oft der Kleber irgendwie nicht hält. Also Freunde, das hier ist die neue Stelle von der Skolymnia. Also das ist eine richtige Eye-Catcher-Position auf jeden Fall. Da oben drauf, finde ich gut. So, ich glaube, der nächste Schritt wird sein, dass ich hier die ganz gefährliche Euphilia hier erstmal wegnehme. Also ich könnte die natürlich jetzt einfach mal hier unten zu den Zoanthus stellen. Ich finde eigentlich, dass das ganz cool aussehen könnte jetzt hier, oder? Diese orange-grün-Kombination. Hier unten kommt übrigens gerade der Sandseestern raus. Wir packen jetzt die Goniopora da oben, da unten hin, würde ich sagen, oder? Dann könnte man überlegen, ob man die Cypastrea da unten drauf stellt. Wenn sie sich da wohlfühlt, ist das vielleicht ein ganz geiler Platz. Also ich finde, die kommt hier vorne auf jeden Fall ganz gut zur Geltung, oder? Sieht auf jeden Fall schon ganz geil aus. Hier jetzt, wie gesagt, die zwei, aber die Goniopora und vorne die kleine Orangene zu Anthus. Die Orangene finde ich ganz geil, die bringt auf jeden Fall auch nochmal so ein Leuchten hier vorne in die Ecke. Die muss natürlich hier erstmal wieder aufgehen. Da hinten ist jetzt die andere Gonio, da die pinke. Ist jetzt da gerade da ganz hinten. Die Space Invader, ja, die brauchen einen anderen Platz da. Und vor allen Dingen die da hinten, die müssen auch hier weiter vorne hin. Die Frage, ob ich die wirklich einfach da so hinmache, da ist ja eigentlich noch Platz. Da könnte ich hier vorne die Space Invader und da links und rechts könnte ich dann die anderen Symphylias, wie die, glaube ich, heißen, da hinten hinpacken. Und hier vorne könnte ich dann noch die andere Fungia hinlegen, glaube ich. Und die knallgelben Zoanthus, die finde ich mega. Ich hoffe, die werden sich halten. Die sehen übelst geil aus. Die würde ich gerne eigentlich hier außen so dran kleben. Dann können die hier so hochwachsen, so nach und nach, wie die Orangen das quasi hier auch machen. Nur dann haben wir hier gelb und da orange. Das wäre auch sehr geil. Jetzt am besten so, dass ich nicht beim Scheibenputzen die immer komplett weghaue. Guckt es euch an, Freunde, wie da unten die Zoanthus dranhängen. Alter, wenn die jetzt da aufgehen und da hochwachsen und so. Sheesh. Boah, und dieser knallerote Fleck da unten, auch richtig krank. Und dann noch hier die kleine Fungie davor. Da sieht ihr, die Mundscheibe sieht ein bisschen komisch aus von der Fungie. Seht ihr das? Die ist irgendwie immer offen und sieht aus, als hätte die irgendwie einen gebrochenen Kiefer oder so. Ich hoffe, die ist nicht zu sehr kaputt oder so. Die ist halt auch mega klein. Aber bis jetzt haben sich die Fungias bei mir immer sehr, sehr gut gemacht. Wow, das ist ein krasser Platz vielleicht. Alter, jetzt haben wir da vorne aber richtig krank viele Korallen drauf. Ich meine, die sind halt auch extrem klein, ne? Aber guckt euch mal diese Vielfalt hier an. Also das sieht ja jetzt wirklich komplett brutal aus. Hier unten die grüne, diese Space Invader. Und hier diese zwei todesbunten Symphylias, glaube ich, heißen sie. Danach hier diese Cypastella. So, ich mach da mal hier die Platte ab. Guck mal, ob ich da wieder mit dem Schraubenzieher drunter komme. Das hat eben immer richtig gut geklappt.
Ja, das geht ohne Probleme. So, hier ziehen wir den Kleber drunter und drauf da. Geil, und jetzt kann ich richtig mir die ganze Zeit angucken, wie die sich entwickeln. Ich bin extrem gespannt und ich hoffe, dass es denen gut geht hier im Aquarium. Ich habe richtig Bock jetzt darauf, dass es denen gut geht. Das ist jetzt hier unten die Ecke, das muss jetzt erstmal alles aufgehen. Die Gonie da hinten, die pinke, die muss sonst irgendwie einen anderen Platz finden. Aber das wäre kein Problem, ich habe hier Plätze noch ohne Ende. Guck mal, von wegen hier voll. Ich habe auch Platz ohne Ende, klar, die müssen auch noch wachsen und so. Aber das passt alles, das passt. Hier an der Seite ist ja auch noch ausbaufähig, das sind ja auch noch Plätze nicht belegt. Das ist ja ein Traum. Ach, ich habe da oben noch die Acanthastrea voll vergessen. Und mit Acanthastrea wisst ihr ganz genau, dass ich damit die Acropora meine. Boah, Alter, wie die wieder riecht. Die riecht sowas von nach Acropora. Und die riecht eigentlich ganz lecker. So, die ist auf jeden Fall voll in der Strömung. Ey, das ging doch richtig fix. Und hier oben ist jetzt richtig viel Platz. Das nervt mich jetzt schon fast wieder. Aber ich wollte ja extra Platz machen zum Wachsen. Aber die sind ja noch nicht ansatzweise offen. Wenn die wieder komplett offen sind, dann nehmen die sowieso wieder 3/4 von dieser kompletten Platte ein. Geil! Ich kann jetzt allen zugucken. Es ist ein Träumchen. Passiert. Rocky ist irgendwie direkt in die frisch geklebten Korallen reingelaufen und hat jetzt an seinen Füßen ganz viel Korallenkleber. Könnt ihr das sehen? Und er versucht das die ganze Zeit mit seinen Füßen so abzumachen. Er hat es nicht nur auf der Seite, sondern auch hier auf der linken Seite. Der ist da einfach voll in den frischen Kleber reingelaufen. Ich hoffe, der kriegt das vernünftig wieder ab. Also das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht in Erwägung gezogen, dass sowas passieren kann, dass einfach ein Tier quasi in den frischen Kleber reinläuft. Das ist natürlich scheiße, vor allem, wenn man so wenig Hände frei hat, weil man so Pömpöms vorne dran hat, ne? Oder Boxhandschuhe sind es. Das tut mir jetzt echt leid, aber das ist echt ein scheiß Timing irgendwie von dir gewesen. Das braucht echt nicht lange zum Trocknen. Wie hast du das so schnell hingekriegt? Oh Mann, ey, das hat so ein bisschen was von Vögeln, die irgendwie im Öl verendet sind, weil irgendeine Bohrinsel kaputt gegangen ist oder so. Mann, das ist echt ein trauriges Bild. Scheiße, das ist so richtig so der Mensch und die Natur und wie die Tiere darunter leiden, weil Kleber jetzt an den Füßen klebt, der da eigentlich gar nicht hingehört. Mann, es tut mir leid. Ja, Leute, es ist jetzt ein neuer Tag und wenn ich neue Fische eingesetzt habe, dann gucke ich direkt immer morgens in meine Webcam rein, um irgendwelche Auffälligkeiten schon vorab zu beobachten. Und dann habe ich so ein paar komische Aufnahmen gesehen, wo sich irgendwas hektisch bewegt hat und habe mir das Ganze mal genauer angesehen und habe gesehen, dass meine Küken Thaliganelen, das sind die, die auch diese Magnano Anemonen fressen, die so zur Plage werden können, weshalb ich die auch eingesetzt habe und das haben sie, also die haben ja auch wirklich die Magnanos gefressen, die sind so ein bisschen auf die Leierfische losgegangen. Also sie sind halt nachtaktiv, das sehe ich immer in der Kamera, dass sie sehr, sehr agil und aktiv nachts sind und tagsüber sieht man die so gut wie gar nicht. Und dann hat die eine von denen irgendwie so ein bisschen den großen Mandarinleierfisch angegangen, also das Männchen. Und der ist dann so hoch weggeschwommen und dann war irgendwie gut. Und dann wurde auch noch unten, konnte man das so ganz leicht sehen, auch noch das Weibchen attackiert kurz. Das ist aber dann auch daraufhin weggeschwommen. Das sah schon irgendwie komisch aus und dann habe ich mal so ein bisschen durchgeblättert. Und 20 Minuten später konnte ich beobachten, wie eine Küken-Thaliganele von irgendwo hinten einfach spontan angerannt kam, sich sofort das sehr, sehr magere, dünne Weibchen gepackt hat. Und die sind dann irgendwie so zusammen hoch, waren dann so auf halber Höhe des Aquariums und das Weibchen wollte sich losreißen, hat sich da nochmal so zusammengezogen irgendwie, um sich davon loszureißen, aber die Garnele hat die so festgepackt und hing wirklich an der dran, dass sie sich halt nicht losreißen konnte und dann hat die quasi so ins Nichts mitgerissen. Das sieht halt übelst rabiat aus. Man könnte jetzt denken, die Garnele ist jetzt irgendwie die Schlimme, weil sie jetzt irgendwie das Weibchen da gepackt hat und so, obwohl es halt auch noch lebt, muss man auch dazu sagen. Und das war auch echt rabiat, aber die würden das halt nicht machen, wenn das Weibchen in einem guten Zustand gewesen wäre, ne? Das Männchen hat es ja auch geschafft, vor denen abzuhauen, bevor das überhaupt gepackt wird. Ja, und das Weibchen war halt eben sehr, sehr schwach. Ich habe es ja auch schon angekündigt. Ist sehr, sehr dünn gewesen, sehr, sehr schwach gewesen. Und ja, jetzt wollte ich natürlich unbedingt jetzt heute Morgen direkt hier hinfahren und mir angucken, ob es den Angriff, nenne ich es jetzt mal, denn auch überlebt hat und musste leider feststellen. Also das Männchen habe ich sofort gesehen. Hier schwimmt das Männchen hier vorne rum. Aber ich musste nicht allzu lange suchen. Also das hier ist noch Morgenlicht, was an ist. Ich glaube, mit dem Makroobjektiv hier kann man es jetzt, glaube ich, ganz gut erkennen. Ja. Da sieht man sie auf jeden Fall und dass die Pecknenkrabbe die gerade frisst. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht schon im Laden gesehen habe, dass sie eigentlich in keinem so guten Zustand ist und einfach sehr, sehr mager und dementsprechend natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen schwach. So ein Tier kauft man natürlich am besten nicht. Jetzt ist aber zu spät. Ich habe gefilmt und so viel durcheinander. Mir ist leider überhaupt nicht aufgefallen. Oh Mann, ey, das ist wirklich, also das Bauchgefühl, was man so hat, wenn man so ein Tier sieht, ist eigentlich wirklich immer richtig. Als sie bei mir im Aquarium war, habe ich direkt gesehen, oh Mann, ey, die ist aber echt ganz schön dünn. Ja, und anscheinend war sie wirklich zu schwach, um jetzt hier so einen Transport und einen Aquarienwechsel zu überstehen. Naja, was soll ich sagen?
Jetzt ist es auf jeden Fall nicht mehr am Start. Jetzt halt die große Frage. Ich hatte heute eh geplant, nochmal in den Laden zu fahren, wo ich mit Thomas als allererstes hingefahren bin, hier in der Nähe von Köln. Also so rein Interesse, eigentlich freizeitmäßig, wollte ich da hinfahren und einfach mal gucken, wie sieht der Laden so aus, was haben die so für Korallen, weil die damals sehr schlecht bestückt waren, aber eigentlich soll das ein sehr guter Laden sein. Ich werde da jetzt gleich mal hinfahren und gucken, ob die vielleicht ein Weibchen haben für ihn wieder, was ein bisschen kräftiger dann ist. Ich habe im Internet gelesen, Weibchen sollen wohl ein bisschen schwerer zu kriegen sein als Männchen. Keine Ahnung, woran das liegt oder ob das auch wirklich stimmt. Wir werden es herausfinden und ich denke aber, wenn wir ein Weibchen finden, dann werden die sich auch direkt wieder verstehen. Also ich glaube, die werden dann schon zum Pärchen. Ich glaube, die sind da nicht so wählerisch. Ach man, immer läuft irgendwas nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle hier im Meerwasser. So, ich bin dann noch zu dem benannten Laden hier in der Nähe gefahren. Allerdings habe ich da jetzt nicht mehr groß gefilmt. Die haben mich direkt wieder erkannt und wussten, dass ich da schon mal heimlich gefilmt habe. Das war jetzt nicht böse von denen gemeint oder so, aber mir war das irgendwie unangenehm. Ich habe da auf jeden Fall noch ein paar Korallen mitgenommen. Die werde ich euch auf jeden Fall später zeigen. Jetzt geht es aber erstmal wieder in den Megazoo nach Düsseldorf. So, Freunde, ich bin jetzt hier nochmal bei Megazoo in Düsseldorf. Johannes auch mit am Start. Hallo. Und wir suchen jetzt nach einem neuen Weibchen, nach einem neuen Mandarinleier für Schweibchen. Aber ich habe jetzt nur das Handy mit. Ist ja egal. Wir machen, ihr wisst ja, was jetzt passiert. Die sind so süß. Weil hier sind die Kuhkofferfische. Oh, hallo, ein Pärchen. Die wir auch schon im Livestream gesehen haben. Ein Pärchen, ja. Oh, die sind richtig geil. Haben die Babys? Nee, ne? Keine Ahnung, aber die werden auf jeden Fall richtig, richtig groß und die fressen Korallen. Das ist also nichts für mein Aquarium. Guck mal, die ist auch schön, ne? Würde auch in mein Aquarium reingehen hier. Ja, ist auch schön. Ja. Ist das ein Männchen oder ein Weibchen? Oh, sieht man das denn? An der Stachelpflaster auf dem Rücken. Ich habe mir sagen lassen, manchmal schneiden die die auch ab, um so zu tun, als wären es Weibchen. Ja. Es ist entschieden, Leute. Es ist das Weibchen, sieht deutlich kräftiger aus. Es hat so eine leichte weiße Stelle, das kann ich nochmal gleich besser zeigen, wenn es im Aquarium ist. Aber wir sind der Meinung, das wird schon. Das wird jetzt schon. Du schaffst das. Oh, guck mal, JBL. JBL. So, ich bin jetzt wieder zurück in der Box und ich habe jetzt das erste Mal die Tröpfchen-Variante hier ausprobiert. Also einmal mit so einem kleinen Schlauch bis nach hier unten zu unserem neuen Fischi, der da unten gerade verweilt. Und der tropft jetzt hier nach und nach das neue Wasser so rein. Und hat jetzt hier Fischi ans Wasser gewöhnt, indem ich hier so einen Knoten reingemacht habe. Je straffer man diesen Knoten zieht, desto weniger tropft es dann halt. Ne? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und 30 Minuten sind jetzt vergangen. Das heißt, ich kann sie jetzt hier ins Aquarium lassen. Kurze Sequenz auch mal mit dem Handy gefilmt. Hey! Und jetzt fange ich den Fischi mal. Okay, hab sie. Ins Aquarium mit ihr. Ab geht's. Okay, sie ist so ein bisschen blass, kann man jetzt auch sehen hier an der Seite. Ist so ein bisschen so eine blassere Stelle. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, das passt jetzt alles. Ah, oh man, das sieht man aber jetzt echt richtig, dass die da so eine blasse Stelle hat. Sieht echt ein bisschen komisch aus, aber er hat auf jeden Fall Bock und sagt Hallo. Was macht der? Er legt einfach die Flosse auf ihren Kopf. Was ist denn da los? Das ist auf jeden Fall schon mal ein Zeichen, dass es definitiv ein Weibchen ist. Ich habe nämlich auch schon gehört, dass tatsächlich Leute teilweise denen oben diesen Stachel da oben abschneiden und dann so tun, als wären die Männchen eigentlich dann Weibchen und so. Das ist echt... Es ist echt manchmal hart, was die Leute machen. Aber wäre das jetzt hier ein Männchen, hätte er, glaube ich, anders reagiert. Was passiert hier? Hat die Neue sich gerade in die Flosse vom Männchen reingebissen? Macht man das so? Also gerade ist das Licht so blau, deswegen sieht das so aus, als hätten die keine Farbe. Ne? Guck hier, eigentlich sieht alles sehr, sehr farbig aus. Aber die sehen unter Blaulicht mit Orangefilter auf der Kamera irgendwie farblos aus. Aber ich glaube, man kann ja trotzdem ganz gut erkennen, dass das irgendwie weird ist. Was ist denn jetzt los mit euch? Ist das normales Verhalten? Ihnen scheint es auch überhaupt nicht zu jucken irgendwie. Ist dabei irgendwie völlig tiefenentspannt, ne? Ich bin maximal verwirrt. Zählt das jetzt schon zum Paarungstanz? Ist jetzt schon los? Ey, das ist echt verwirrend. Das ist wirklich ziemlich verwirrend gerade. Das ist aber nur Necken hier, ne? Das ist nicht ernst gemeint. Also sie hat sich jetzt gerade wieder gelöst. Also sie ist das links und er ist das rechts. Hat einfach jetzt irgendwann losgelassen, beziehungsweise er hat so einen kurzen kleinen Flossenschlag gemacht und war dann weg. Und jetzt, ja... Hängen die so nebeneinander? Ich kann das noch nicht so richtig interpretieren, was das jetzt gerade war. Vielleicht die ersten Annäherungsversuche oder so. Ich habe den Eindruck, es ist eigentlich eher positiv als negativ. Ich meine, sie wurde jetzt hier gerade umgesiedelt und geht schon so einen Schritt, ihn in die Flosse zu beißen. Das heißt, sie hat ja anscheinend Energie und scheint ganz gut drauf zu sein, oder? Ganz komisch. Also das scheint jetzt irgendwie so häufiger der Fall zu sein, dass sie sich jetzt bei ihm da reinbeißt. Das sieht ein bisschen ruppig aus, aber ich glaube,
das ist nett gemeint, oder? Also die sind ja wirklich komplett verrückt. Ich dachte, die muss ich jetzt erstmal hier eingewöhnen im Aquarium. Jetzt geht die schon voll auf ihn los. Was ist denn da los? Ist das denn jetzt noch gesund für ihn auch? Also er lässt es halt auch einfach so ein bisschen mit sich machen. Er lässt sich ja auch beißen und so. Weiß nicht, ob das schon Balzen ist. Ich glaube schon. Ist jetzt so deren Ding, glaube ich. Aufnahmen so angucke, komme ich zu dem Ergebnis, dass ich häufiger mehr Zeit mit der Kamera vorm Aquarium verbringen sollte und ein paar richtig coole Aquarium-Korallenshots machen sollte. Denn gerade mit dem Makroobjektiv, so Zeitraffer oder Detailaufnahmen sehen wirklich, wirklich heftig aus. Und so Korallen bieten ja wirklich eine sehr, sehr geile Optik, bei der es sich lohnt, auch mal ein bisschen mehr Zeit zu verbringen. Also es hat jetzt extrem Spaß gemacht, ein paar coole Aufnahmen nochmal von den Korallen zu machen. Aber generell, was sagt uns dieses Video? Also ich habe auch nochmal mit den Leuten im Megazoo gesprochen und ich höre von allen Seiten, dass gerade die Meerwasserfische etc. anscheinend deutlich empfindlicher sind und es in dieser Szene halt viel häufiger Ausfälle bei Tieren gibt, als es im Süßwasser der Fall ist. Also Meerwassertiere scheinen da auf jeden Fall irgendwie anfälliger zu sein, höre ich jetzt von allen Seiten heraus. Bedeutet für mich umso mehr, dass ich vielleicht diese Tiere, jetzt die Mandarinleierfische, auch aus deutschen Nachzuchten hätte kaufen sollen, denn zum Beispiel, das ist jetzt keine Werbung oder so, aber Corellixy bietet solche Tiere aus Nachzucht an. Die sind natürlich dann extrem teuer im Vergleich, weil die Tiere halt verschiedene Larvenstadien durchgehen und die Fütterung etc. alles sehr, sehr aufwendig ist und natürlich dementsprechend im Umkehrschluss auch einfach viel Energie und viel Aufwand etc. benötigt, damit die Tiere halt groß werden. Aber dafür stehen die dann halt auch stabil, sind am Aquarium aufgewachsen, sind an das Futter gewöhnt und verkraften dann auch viel eher mal so einen Transport. Ich habe allerdings jetzt noch nie so eine Aufzucht gesehen, denn auch wenn es sich immer positiv anhört, dass wenn Tiere nicht aus dem Meer, sondern aus einer Zucht kommen und somit sozusagen nie die Natur gesehen haben, kann das auch potenziell trotzdem immer Gefahren bürgen. Also wir erinnern uns an Puffy, den hat Thomas damals aus einer Nachzucht geholt und viele dieser Tiere waren halt krank, denn da, wo gezüchtet wird, kann auch im Übermaß gezüchtet werden, so wie man das auch von der Fleischproduktion bei uns kennt. Denn viel Fleisch, was jetzt aus den billigen Supermärkten etc. kommt, wird ja auch in einer großen Masse gezüchtet. Die Tiere werden nicht unbedingt so gehalten, dass es denen gut geht. Dementsprechend entstehen auch viele Krankheiten. Alles hat eine schlechte Qualität etc. Und das kann halt auch eben auch mit einer Zucht passieren. Wenn im großen Stil gezüchtet werden kann, kann das auch wieder Probleme bürgen. Daraus resultieren kann auch immer eine nicht artgerechte Haltung folgen. Aber das habe ich jetzt beispielsweise noch nie gesehen. Ich müsste mir sowas mal Langzeit angucken. Selbst wenn ich jetzt irgendwo hinfahren würde und mir das mal kurz angucken würde, hätte ich wahrscheinlich noch kein wirkliches Gefühl dafür, was es so an täglichen Ausfällen gibt, wie die Tiere so aufwachsen, ob man da ein besseres Gefühl dabei hat, als die aus der Natur zu entnehmen, wobei ich immer kein gutes Gefühl habe. Aber gerade im Meerwasser, um das ganze biologische Gleichgewicht zu erhalten, ist es halt wichtig, dass man halt auch eben Fische hat. So wird es zumindest mal gesagt, dass die Abfallprodukte der Fische halt auch wichtig für die Korallen sind. Das kann man auch nicht einfach so simulieren, indem man ausschließlich Nitrat und Phosphat sozusagen mit irgendwelchen Ersatzprodukten dazu gibt, weil da halt auch noch viel mehr dazu gehört. Harnstoffe etc., alles so, was halt Fische ja in das Wasser abgeben durch den ganzen biologischen Ablauf. Kann ich euch natürlich alles nicht erklären, aber das ist halt das, was immer gesagt wird. Ich nehme das einfach mal so hin, weil ich halt nicht mehr machen kann, weil ich kein Wissenschaftler oder ausgebildet in dem Bereich bin. Dem neuen Weibchen scheint es auf jeden Fall jetzt sehr gut zu gehen im Aquarium und es scheint auch wirklich ein Weibchen zu sein, denn haben jetzt keine Kämpfe mehr stattgefunden. Also das ist jetzt schon den zweiten Tag im Aquarium und ich habe mir sagen lassen, wenn es jetzt wirklich ein Männchen wäre, dessen Stachel abgeschnitten wurde, damit es als Weibchen verkauft werden kann, weil das halt eben seltener ist, dann hätte das im Aquarium schon anders ausgesehen. Dann hätten die sich schon richtig brutal gestritten. Bis zum Tod geht das dann tatsächlich auch. Also da werden irgendwelchen männlichen Fischen die Stachel abgeschnitten, damit sie als Weibchen verkauft werden können, um dann in einem Aquarium mit einem anderen Männchen zu landen. Das wiederum erkennt aber, dass das ein Männchen ist und die bekämpfen sich dann bis zum Tod. Also auf jeden Fall grausam, was da so gemacht wird. Und ich habe jetzt auch noch mit mehreren Leuten darüber gesprochen, dass es auch immer schwierig ist, aus Ländern zu kaufen, in denen große Armut herrscht. So auch bei den Korallen. Wenn Korallen aus Indonesien kommen, kauft man nun mal aus einem Land, in dem Armut herrscht, in dem viel Korruption herrscht. Und das wiederum bedeutet immer, dass es gut sein kann. Nicht immer zwangsläufig, aber es kann gut sein, je nachdem, wo die Korallen herkommen, dass irgendwelche armen Fischer, Korallensammler, irgendwelche Straftaten begehen, um ihre Familien zu ernähren, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Und die wiederum korrupt irgendwie, unter welchen Umständen auch immer und wie auch immer, dann irgendwie nach Deutschland bringen. Und so, man weiß es halt irgendwie nicht. Wenn Armut etc. mit reinspielt, dann
sind Menschen sehr kreativ, wenn es ums Überleben geht. Was man denen auch irgendwo wieder nicht verübeln kann, aber dann wird dann, das ist irgendwie alles, wie auch in der Kaffeeindustrie, auf irgendwelche Kaffeebauern sehr schlecht monetarisiert werden. Nennt man das so? Ich kenne das von YouTube, aber letztendlich heißt es auch bei Kaffeebauern so, oder? Und die eigentlichen Arbeiter verdienen nichts daran. So funktioniert das auch in Indonesien mit Korallen teilweise. Wenn man jetzt aus Australien kauft, ist das wieder was ganz anderes, weil Australien ähnliche Verhältnisse wie hier in Deutschland hat. Die haben ganz andere Auflagen, die sind viel, denen kann man viel mehr vertrauen, wenn es darum geht, die Riffe zu schützen und so weiter und so fort. Das ist alles viel kontrollierter und fortschrittlicher halt. Da herrscht halt eben auch keine Armut und dementsprechend wenig Korruption etc. Da herrscht halt ganz andere Verhältnisse und damit kann man halt ein besseres Gefühl generell dabei haben, wenn man halt Korallen aus Australien holt. Aus Naturaspekten, aus moralischen Aspekten, den Arbeitern gegenüber und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz kann es natürlich auch Gegenbeispiele geben. Es gibt einige Korallenzuchten oder Händler etc., die sagen, yo, ich kenne die Person vor Ort. Das sind teilweise Deutsche, die ausgewandert sind. Die bieten dann andere Arbeitsbedingungen etc. Aber es ist auf jeden Fall immer schwieriger in solchen Ländern. Und da passiert dann halt auch mal sowas, dass Mandarin-Leierfisch-Männchen irgendwelche Stacheln abgeschnitten werden, damit sie so rüberkommen, als wären sie Weibchen und so. Ach Gott. Ach, es ist immer schade, wenn es um Tiere geht, dass sowas dabei zustande kommt. Wie gehe ich am besten jetzt moralisch mit sowas in Zukunft vor? Ich weiß es nicht. Es ist ein schwieriges Hobby, bei denen leben Tiere in gewisser Maße natürlich irgendwie zu Schaden kommen. Wenn man aber für sich den Entschluss gefasst hat, dass der eigene Egoismus, sage ich mal, siegt und man halt nun mal Spaß an der ganzen Thematik hat, dann muss man halt für sich schauen, wie man das Beste daraus macht. Ob ich jetzt nur noch aus Australien kaufe, ob ich jetzt nur noch Fische aus Nachzuchten kaufe, ich glaube, das ist fast gar nicht möglich. Oder generell nur noch Korallen aus Nachzuchten. Boah, ich weiß nicht, wie man sowas handhaben soll. Schreibt mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Den Korallen geht's auf jeden Fall sehr gut. Ihr habt ja jetzt wahrscheinlich schon gesehen, dass ich hier jetzt auch noch einen neue Akatastrea gekauft habe. Hier in Blau. Auch diese Blastomusa, da ganz hinten kann man sie erkennen. Ich mach's mal ein bisschen dunkler. Keine Ahnung, ich fand die auf jeden Fall cool und konnte da nicht widerstehen, da noch mal was anderes mitzunehmen. Ansonsten sieht's bei allen aber sehr, sehr gut aus. Standpunkt jetzt, Korallen brauchen ja mal eine lange Zeit, bis sie sich akklimatisieren. Beziehungsweise bis sie ihr eigentliches Erscheinungsbild zeigen und wie es ihnen dementsprechend geht. Ich hoffe, aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Das Aquarium bleibt mir mittlerweile ganz gut. Es kann nicht immer jeder Koralle gefallen. Das sind auch so Dinge halt, die passieren. Ich glaube, selbst wenn man ein sehr, sehr gut stehendes Riff hat, dann kann immer irgendwas dazwischen kommen oder die fühlt sich halt in diesem Milieu halt einfach nicht wohl. Was mich aber dennoch freut ist, ich bin nach diesem Video auf jeden Fall schlauer geworden. Ich werde viel mehr aus eigener Sicht heraus, sage ich jetzt einfach mal, auf die Tiere achten. Ich werde viel mehr die Tiere unter die Lupe nehmen und schauen, in welchem Zustand befinden sie sich und sagt mir mein Bauchgefühl, dass es eine gute Idee ist, dieses Tier zu holen und bei mir ins Aquarium zu setzen. Ist das schon stark genug oder nicht? Auch was den zukünftigen Besatz betrifft, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu äußern, ob ihr es als Option sehen würdet, hier noch zwei Schwertgrundeln und ein 6-Streifen-Lippfisch mit dazu zu packen. Also mit dem 6-Streifen-Lippfisch habe ich schon mal mit ganz vielen drüber gesprochen, die alle der Meinung sind, das sollte kein Problem sein, solange der als letztes eingesetzt wird, weil der wohl ja auch Arschlochfisch genannt wird und ja auch aggressiv vor allen Dingen neuen gegenüber sein kann. Ansonsten sollte das hier aber kein Problem sein. Ist die Frage, ob wie gesagt noch zwei Schwertgrundeln dazukommen könnten. Im nächsten Video wird es dann höchstwahrscheinlich auch die Analyse aus den USA geben, die DNA-Analyse, die hoffentlich ein bisschen mehr Aufschluss darüber gibt. Sagt man das so? Ja, genau. Ob irgendwas mit meinem Aquarium bezüglich der Algen oder der Biologie nicht stimmt, weshalb ich dieses Krabben, Schnecken, Seehasenproblem habe. Das soll es jetzt mit dem heutigen Video gewesen sein. Mich würde es natürlich freuen, wenn euch das heutige Video gefallen hat oder wenn ihr was dazugelernt habt oder generell das hier gerne euch angeschaut habt, dann drückt auf jeden Fall gerne den Daumen nach oben. Take this auf jeden Fall easy. Nehmt das nämlich zu ernst. Bis dann, macht's gut und wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Bis dann, macht's gut. Achso, wir müssen uns ja noch bald um so ein bisschen den Umbau der Box kümmern. Genau zu dem Zeitpunkt, als ich damit anfangen wollte, bin ich ja krank geworden. Da muss ich noch ein paar Kommentare lesen. Das war's aber für heute. Bis dann, macht's gut und tschüss.